viele von euch an Harry Potter geguckt haben. Du nicht, ich weiß. Carsten ist doch emotional wie eine Bahnschranke, wenn sie fällt. Ich habe hier auf dem Gelände was gefunden, wo Carsten hat gesagt, zitiere mal, das können wir auf den Schrott schmeißen. Natürlich, das tun wir gleich in den Container hinten, gleich reindrücken. Du bist ja Montag, Dienstag nicht da. Aus Versehen was draufgefallen. Ich habe was vor, was hauptsächlich für die Kinder, für die kindischen Besucher ist, die wir kommen. Wir fahren jetzt im Stapler rüber. Da wirst du den Kopf schütteln noch und nöcher. Aber ich erkläre euch, was ich damit vorhab. Komm mal mit. Ja, ich nehm's mal mit. Was sag ich's? So, Digga, die ist doch fast wie neu! Ja, ich weiß, ich hab einen Treffer. Also, kommt mal rein! Ihr werdet lachen und werdet mich für völlig bescheuert erklären, aber ich werde das Ding umbauen. Die Scheiben nehmen wir raus. Oh, Alter! Wir haben so ordentliche Qualen da drinnen. Digga, die Lunde ging ja nicht aus. Die Jacke, die ist gerade frisch, die können wir nehmen. Passt auf. Ich möchte diesen Hogwarts Express nachbauen. Ja, VEB Zuckerrübenfabrik. Aber hast du den falschen Lock? Wieso, ich habe einen Lock hier. Das ist ja bloß das Fahrerhäuschen. Ja, die sieht aber nicht so aus, wenn du die nachbauen willst. Nein, die ist ja rund, die ist ja so hier. Hier ist leicht ein bisschen Flugrost dran. Die Scheiben, wie gesagt, die können wir auch zur Not aus Plexiglas schneiden, das ist nicht das Problem. Dichtung ist fertig, ist klar, aber ist auch nicht schlimm. Na Junge, die ist doch gerade erstmal neu benutzt, die ist doch gerade erstmal 2 Tage gelaufen. Tut, tut! Hä? Naja. Da stand übrigens vorher hier hinten drin, hä? Naja. Also ich glaube, dass das Beton, der hier rein sollte, glaube ich nicht. Tja. Ey, Digga, guck mal, so sah das Feuer aus! Der Boden ist dort tatsächlich stehen geblieben. Ich glaube, das ist aber ganz gut so, war. Hast du was zu essen, Kühlschrank? Der ist doch gerade mal nicht mal eingesessen. Guck mal, Kühlschrank drin. Guck mal, Kühlschrank drin. Vielleicht findest du noch eine Leerwurst. Na los. Nee, hast du das Ding. Ja, auf. Die hatten doch hier einen schönen Posten gehabt, oder? Da ist drin. Aber nichts anderes. Da ist er. Jetzt klar hatten die einen schönen Job. Aber das bauen wir, das finde ich cool. Das lassen wir einen Wocker sprühen, richtig? Ja. Hier, kannst du nach Geländer nehmen zum Absperren. Nicht? Du denkst, ich verarsche dich schon wieder, oder? Nein. Du findest die Idee saudoof, oder? Mhm. Kann ich das alleine machen, ja, oder? Ja, ich habe dich nicht traurig drum. Hier schmeiße ich dich rein. Digga, dann bist du fort. Ja, vermutlich muss er da stecken bleiben, aber gut. Wollen wir nachdrücken mit dem Stock? Guckt euch das an. Also, wir hatten vom Elektriker, die haben halt auch. Oh, was haben denn die alles? Ich habe noch eine Telefonnummer für den Notdienste, Digga! Sehr gut! Alter, also wir, wie gesagt, ich klingt bekloppt, ich will das wieder schön haben, wir machen das schön. Es hat doch ein bisschen irgendwas von Charme und was von. Ich erhalte diesen Charakter dieses Geländes. Also ich mache nicht alles kaputt. Die sich es nicht vorstellen können, der Cutter blendet jetzt mal unten bitte ein Bild vom Hogwarts Express ein. Das wird sie, unsere Lok. Die ist ganz schön geräumig, hätte ich nie gedacht. Ein Lüfter für meine Großküche? Sag mal, sollst du heimlich feststellen? Davon gibt es hier. Das ist doch so viel. Warte mal. Nee, mal, weißt du, was ich dran. Wo ich da gerade dran denke? Mal ohne Scheiß, wenn es davon mehrere gibt, könnte man die doch wirklich einbauen. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja. Das wäre jetzt für unsere Schnitzkurse nicht die schlechteste Idee. Na ja, dann gucken wir mal. Bloß, ich will hier nie einen sehen, hier rumkrauchen. Das ist alles. Die kommen ja nicht rein. Ist dazu geschlossen. Ja,
Nee, das ist zu alt schon. Ne? Das ist zu alt, ja. So. Das Video hat eine andere Wende genommen, als es nehmen sollte, aber es ist ja manchmal so. Jetzt interessanter als deine scheiß Lok. Die ist doch nicht scheiße, das wird gut. Leute, jetzt wir machen das anders. Halt, wir machen das jetzt anders. Wir machen jetzt hier eine Abstimmung. Kommentiert bitte unter... Warte. Kommentiert mal bitte unter das Video, ob wir die Lok aufbauen sollen für einen Hogwarts Express. Oder Schrott. Oder einen Schrott schaffen sollen und davon aus dem Pfand eine Kiste Bier kaufen sollten. Hm? Das hättest du nicht sagen sollen. Jetzt ist es einfach eine Kiste Bier. Die sauf ich aber alleine, schwöre ich euch. Nee, ich denke tatsächlich, dass das Projekt wirklich sehr cool werden könnte. Ja, steckt Arbeit drin, steckt auch Geld drin. Aber wie cool wäre das denn? Und das ist nicht weggeschmissen. Wir recyceln. Ja? Und es hat irgendwo auch ein bisschen es hat auch Südzucker Geschichte, die ich gerne irgendwie nicht sterben lassen wollen würde. Also jetzt sterben lassen, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich weiß, du bist nicht für so eine komischen Sachen. Du kannst ja auch das Holz dafür einschneiden. Hm? Dann muss ein runder Kessel hier. Ein riesengroßer großer Stamm. Nee. Stimmt, wir brauchen. Brauchst weißt du, was wir hätten wegschmeißen müssen? Was? Nicht hätten wegschmeißen dürfen? Ah, ja. Scheiße! Ja. Deine Wasserkessel. Die hätten die Aber die wären zu groß gewesen. Nee. Nee. Wenn du die in der Mitte auf hier drin hättest, riecht es zu gericht. Nee, hätten wir es rechts und links abschneiden müssen, hätte es gereicht. Ja. Oh fuck! Oh, wir bauen es eckig. Eine Lok ist rund. Ist die immer rund? Na klar. Hast du so eine Dampflok schon mal eckig gesehen? Ihr habt einen runden Kessel. Ey, wir quatschen ja eh das ganze Video kaputt. Ich gucke jetzt nochmal rein. Wir bauen unten ein Plateau, ein kleines. Und jetzt, geilste Community der Welt. Wir brauchen circa einen Kessel, 1,50 Meter Durchmesser. Wenn er größer ist, geht's auch. Circa 2 Meter lang. Ja? Denkt an die Kiste Bier, Jungs. Und dann schweifen wir uns davor. Und dann bauen wir uns ein Gestell drunter. Ey, das wird fett. Ich hab's schon im Blick, Digga. Alter Schwede. Das ist alles noch auf dem Geld. Das ist ein langes Projekt. Das wird 24 fertig. Aber wir können es ja schon mal zeigen. 24, Junge. Da gehst du in Rente. Auf alle Fälle. Also, nochmal. Umfrage. Achso, ich soll nicht so nah rankommen. Umfrage. Sollen wir das Teil wieder aufbauen? Für einen Hogwarts Express mit komplett, so dass es aussieht wie eine Lok, draußen als Deko-Element hinstellen, was aus der Wand gerade rausfährt, damit auch die Kinder was zum Spielen haben und zum Gucken haben und dass es alles irgendwo rund wird. Oder sagt ihr, Locke, das ist zwar schön und gut, aber nee. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das mit unterstützt, wenn ihr dabei seid. Weihnachtsmarkt, 10.11. Dezember. Ich zähle auf euch. Wir haben 1000 Sachen für euch vorbereitet. Bis später. Carsten, willst du noch was sagen? Schreit. Oh Mann. Bis dann.